In dem Ankündigungstext der Vortragsreihe haben die Veranstalterinnen ja den Anspruch formuliert, dass sie vor allem das Spannungsverhältnis von Emanzipation und Integration, in dem sich Kultur befindet, untersuchen wollen. Genau dieser Frage, also der Frage nach Ambivalenzen von Kultur oder in meinem Fall eher Popkultur, möchte ich mich heute aus der Perspektive der Cultural Studies nähern. Ich habe diesen Ansatz gewählt, da ich selbst zugeben muss, in meiner politischen Sozialisation maßgeblich von Popkultur geprägt zu sein. Ich fand Popkultur schon sozusagen seit meiner Jugend einen sehr wichtigen Bezugspunkt. Das fängt an bei so identitären Zuordnungen zu Jugendkulturen vielleicht, wie Hippies oder Punks, die für mich jetzt beim Aufwachsen im Dorf eine sehr zentrale Rolle gespielt haben, weil sie mir ermöglicht haben, schon alleine durch bestimmte Stile, vom Musikhören bis zur Kleidung, eine bestimmte Ablehnung des dörflichen Lebens auszudrücken. Aber auch in anderen Fragen quasi war der Bezug zu Pop für mich durchaus politisierend, sei es zum Beispiel in der Aneignung von bestimmten popkulturellen Phänomenen wie Madonna, die sozusagen schon groß war, als ich irgendwie 7 oder 8 war und die ich sehr wichtig fand für eine Aneignung einer sehr offensiven, empowerten Weiblichkeit, oder auch in späteren Auseinandersetzungen mit Fernsehserien, wo es feministische Role Models geben kann, wie irgendwie Buffy und Willow in der Serie Buffy the Vampire Slayer. Es stellt sich dann also die Frage, wenn ich theoretisieren möchte, was Pop ist und es für mich persönlich sehr starke Effekte erzeugt hat, die eher subversiv waren und keineswegs anpassend, ob ich nicht eine Theoretisierung wählen muss, die eben auch ermöglicht, diese Widerspenstigkeiten überhaupt in den Blick zu nehmen und nicht Pop hauptsächlich von der Produktionsseite her betrachtet und damit vor allem die Verblendung von den Rezipientinnen quasi sieht. Für diese Frage fand ich dann die Auseinandersetzung mit Ansätzen der Cultural Studies sehr fruchtbar. Ich werde im Folgenden jetzt einige theoretische Überlegungen aus dem Feld der Cultural Studies vorstellen. Und das ist etwas schwierig, da die Cultural Studies keine eigenständige Disziplin sind und sehr unterschiedliche Thematiken behandeln. In der Regel lässt sich zumindest eine Gemeinsamkeit herausarbeiten, und das ist, dass sich fast alle Texte, die aus dem Kontext der Cultural Studies kommen, in der Triade von Macht, Identität und Kultur bewegen. Ich werde mich allerdings hier nur auf die Ansätze beschränken, die explizit Ansätze zur Populärkultur sind und medientheoretische Überlegungen, wie diese sozusagen zu behandeln sein kann. Vorab vielleicht noch mal kurz tatsächlich ein Versuch der Beantwortung der Frage, was sind überhaupt Cultural Studies? Man muss dazu sagen, dass die Geschichtsschreibung der Cultural Studies sehr umstritten ist, weil es ist es gibt die international sozusagen, es gibt amerikanische, australische, es gibt afrikanische Cultural Studies, also es gibt sozusagen sehr viele unterschiedliche Punkte, aber als einen der Ausgangspunkte kann man durchaus benennen die Entwicklung in Großbritannien in den 50er und 60er Jahren. Und da ist es so, dass die Cultural Studies von Anfang an in einem engen Zusammenhang standen mit der Entstehung der New Left in England und der in ihr geführten Diskussion. Dabei ist zu erwähnen, dass die meisten entstandenen Arbeiten der frühen Cultural Studies vom Marxismus stark inspiriert worden sind. Allerdings der Marxismus eher als ein Problem, denn als eine wirklich theoretische Herangehensweise wahrgenommen wurde, wobei die politischen Fragen, die aufgeworfen worden sind, Fragen der Klasse, des Verhältnisses von Macht und Ausbeutung etc., eine große Rolle gespielt haben in den Auseinandersetzungen der Cultural Studies, jedoch der Reduktionismus, der ökonomische Reduktionismus des Marxismus, der Ideologiebegriff, der Ideologie eher als notwendig falsches Bewusstsein versteht, das Modell von Basis und Überbau und die damit einhergehende Determination der Gesellschaft sehr stark hinterfragt und kritisiert wurde. Für die theoretischen Diskussionen der Cultural Studies wurde eine relative Autonomie der ideologischen Sphären, also des sogenannten Überbaus, von der ökonomischen Basis vorausgesetzt und für die politische Praxis und die politischen Forderungen bedeutsam. Cultural Studies lassen sich im Sinne des britischen Soziologen und auch lange Zeit der Leiter des Center for Contemporary Cultural Studies, auf das ich später nochmal eingehe, Stuart Hall, eher als Formation oder Projekt begreifen, denn als spezifische akademische Disziplin. Dieses Projekt ist dabei nicht über einen zentralen Theorieansatz oder eine bestimmte methodische Herangehensweise definiert, sondern es wird eher als interdisziplinäres Projekt verstanden, in dem verschiedene theoretische und methodologische Ansätze genutzt werden, um einen spezifischen Bereich in seinem gesellschaftlichen Kontext zu analysieren. Das Gemeinsame des Großteils der im Kontext der Cultural Studies entstandenen Texte und Studien ist in erster Linie eine Auseinandersetzung mit kulturellen Phänomenen und Alltagskultur. Dabei liegt in verschiedenen Arbeiten durchaus unterschiedliche Konzeptionen von Kultur zugrunde und die Fragestellungen und Methodiken sind sehr unterschiedlich.
Was sie jedoch eint, ist eine Perspektive auf Gesellschaft, die nicht versucht, die totalitären und vereinheitlichenden Momente ins Zentrum zu stellen, sondern den Blick auf die Potenziale für Konflikte zu richten. Es geht in vielen Arbeiten der Cultural Studies also eher um eine Analyse von Macht und Widerstand und den vielfältigen alltäglichen Praktiken des Ausweichens und Unterlaufens herrschender Ordnung. Was wichtig ist, ist, dass Kultur in Abgrenzung zu konservativen Theorien nicht als Wertekonsens verstanden wird oder als gesellschaftlicher Kitt, der vor allem integrativ wirkt und Differenzen homogenisiert, sondern dass vor allem der Wert darauf gelegt wird, zu zeigen, inwiefern auf dem Terrain der Kultur um Werte und Bedeutungen gerungen wird, sich Erfahrungen sozialer Ungleichheit und Marginalisierung artikulieren. Kultur ist demnach stets etwas Umstrittenes, ein komplexer Prozess der Konstruktion von sozialen und kulturellen Bedeutungen und Identitäten. Ich versuche jetzt am Anfang nochmal ein paar Grundannahmen zu skizzieren, die in den sogenannten Frühtexten der Cultural Studies entwickelt wurden. Wichtig scheint mir dies, weil vor allem ganz zu Beginn sozusagen eine sehr kulturalistische Auffassung vorgeherrscht hat, die so sehr stark mit anthropologischen Kulturbegriffen gearbeitet hat, während zu späteren Zeiten eher semiotische Ansätze und strukturalistische Ansätze eine große Rolle spielen, gerade für die medientheoretischen Arbeiten, auf die ich dann auch noch eingehe. Es ist schon ein großer Bogen, aber zumindest wird die Auseinandersetzung um den Kulturbegriff dadurch irgendwie verständlich. Als möglichen Ausgangspunkt für die Entwicklung der Cultural Studies können die Veränderungen des britischen Bildungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg angesehen werden. Im Zuge des Aufbaus des Wohlfahrtsstaates veränderte sich das britische Bildungssystem und eröffnete erstmals Angehörigen der traditionellen Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse den Zugang zu höherer Bildung. Im Zuge dieser Öffnung des Zugangs zur Bildung entwickelte sich auch eine Diskussion über die Inhalte der höheren Bildung. Zwei der im Nachhinein zu Gründungsvätern der Cultural Studies benannten Theoretiker, Richard Hogarth und Raymond Williams, kamen aus dem Umfeld der Erwachsenenbildung an die Universitäten. Hogarth und Williams stehen in der Tradition der englischen Literaturwissenschaft oder English Studies, an denen sie sich in ihren theoretischen Arbeiten kritisch abarbeiteten. Sie kritisierten vor allem, dass in den English Studies ein elitäres Kulturkonzept zugrunde liegt, welches in erster Linie der Bestimmung einer nationalen Identität diene, während Arbeiterinnenkultur aus der elitären Kulturkonzeption weitestgehend ausgeschlossen war. Beide kamen selbst aus dem Arbeitermilieu und brachten somit eigene Erfahrungen mit marginalisierten kulturellen Formen und Praktiken in die Diskussion um Bildung ein. Ihre Arbeiten verfolgten das Ziel, diejenigen historischen Entwicklungen und Erzählungen aufzuwerten, die bisher an den Universitäten keinen Platz hatten. Ein Jahr nach seiner Berufung zur Professur für Englisch an der Universität Birmingham hat Richard Hogarth 1964 das Center for Contemporary Cultural Studies gegründet, das sozusagen eigentlich das Sinnbild wird für die gesamte, auch weitere internationale Entwicklung der Cultural Studies. Zu Beginn war es sehr gering finanziell unterstützt, es war lediglich durch einen Verlag, nämlich den Penguin Verlag unterstützt und den Roundtree Trust, und es hat vor allem sich auf die Ausbildung postgraduierter Studierender eigentlich beschränkt und hat viel mit studentischen Projekten gearbeitet in eher hierarchiefreien Räumen. Also es war immer schon ein politisches Projekt, wo auch sozusagen die eigentlich klassischen hierarchischen und undemokratischen Strukturen der Universität unterlaufen werden sollten. Das in diesem Kontext entstandene Buch »The Uses of Literature« von Richard Hogarth hat zum ersten Mal versucht, die Methoden der Literaturkritik, insbesondere die Methode des Close Reading, auf populärkulturelle Erscheinungen anzuwenden und diese damit zu analysieren. In seinem Buch versucht er, die Arbeiterkultur Englands zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg unter den Gesichtspunkten von Werten und Bedeutungen zu interpretieren. Er beschreibt darin die Arbeiterkultur als Ausdruck und Form einer spezifischen Ästhetik, die das Gemeinschaftliche betont und sich in einer intensiven Erfahrung und Gestaltung des Alltags, der Lebens-, Arbeits- und Freizeitrituale ausdrückt. Sein Verständnis kultureller Erscheinungen als Text, das er in Anschluss an den britischen Kulturtheoretiker Leavis entwickelt, aber im Gegensatz zu diesem auf andere kulturelle Bereiche, vor allem auf die Alltagspraktiken der Arbeiterinnen, also lebendige Kultur, ausdehnt, war ein ganz neuer theoretischer Ausgangspunkt, der für die späteren Cultural Studies sehr zentral ist. Ein anderer wichtiger Text, das Buch Culture and Society von Raymond Williams, schlägt in eine sehr ähnliche Richtung. Wie Hogarth dehnt er die literaturwissenschaftliche Textanalyse auf andere kulturelle Bereiche aus. Er definiert Kultur als whole way of life, as a mode of interpreting all our common experience. Dieser anthropologische Kulturbegriff ermöglicht es,
dass nicht die kulturellen Objekte, Werke oder Produkte in dem Mittelpunkt der Analyse stehen, sondern die Prozesse, innerhalb derer sie hervorgebracht und angeeignet werden, beziehungsweise soziokulturelle Kontexte, in denen die Rezeption geschieht. In seinem zweiten Buch, was für die Diskussion innerhalb der Cultural Studies noch relevanter wurde, The Long Revolution, hat Williams sich von dem anthropologischen Kulturbegriff ein Stück weit entfernt und den weiterentwickelt. Hier ist nicht mehr Kultur nur die Gesamtheit einer Lebensweise, sondern vor allem ein System von Bedeutung, die sich sowohl an den klassischen als Kulturbegriffen in Bereichen wie Kunst und Literatur, als auch im alltäglichen Verhalten und den Institutionen und Organisationen ausdrückt. Hier wird Kultur zur Summe der gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Beschreibungen, mittels derer Menschen ihre gemeinsame Erfahrung erleben und artikulieren können. Durch dieses Verständnis von Kultur wird die Analyse kultureller Phänomene immer auch zur Analyse der Gesellschaft und der in ihr bestehenden Machtverhältnisse. Wichtig ist Williams in dieser Weiterentwicklung des Kulturbegriffes, die relationalen Momente zu betonen, die in dem anthropologischen Begriff von Kultur, der einfach sehr weit ist, wenn es die Gesamtheit aller Lebensweisen umfasst, nicht zu erfassen sind. Beide Kulturbegriffe werden in der Rezeption von allerdings nicht gegeneinander ausgespielt, sondern finden sich in den verschiedenen Forschungsprojekten wieder. Also zu Beginn gab es vor allem sehr viele ethnografische Studien, die sozusagen sich eher in so einer anthropologischen Herangehensweise entwickelt haben, während die späteren medientheoretischen Dinge eher mit dem zweiten Begriff von Williams, der sozusagen die ganzen semiotischen Ebenen schon mit einbedenkt, sich weiterentwickelt haben. Ein zentraler Punkt noch, auf den auch sehr viele Leute verweisen, ist, dass diese frühen Kulturtheorien, das Wichtige an denen ist vor allem, dass sie zum einen die Spaltung zwischen quasi der hohen, guten, bürgerlichen Kultur und der bösen, manipulierten oder auch einfach nur platten Massenkultur aufweisen wollen. Das führt auch dazu, dass sie den Begriff der Massenkultur komplett ablehnen, sowohl Williams als auch schon Hoggart, und nochmal betonen, dass also vor allem Williams benutzt stattdessen nur Popular Culture, weil er betonen möchte, dass Masse eher suggeriert, es würde ein homogenes Publikum geben. Er aber darauf hinaus will, dass das Publikum überhaupt nicht massenhaft ist, sondern die Produktion und Übertragungswege der Kulturgüter sind massenhaft. Der Begriff der Masse würde nur verschleiern, dass es ganz unterschiedliche Rezeptionsweisen gibt und auch daraus resultierend ganz unterschiedliche kulturelle Praktiken. Ein weiterer Text, der in dieser Reihe noch erwähnt werden muss, ist der Text The Making of the English Working Class von E.P. Thompson. Der Text ist ein bisschen später erschienen als die beiden vorher genannten Bücher von Williams und Hoggart, wird aber trotzdem zu den entscheidenden Frühtexten der Cultural Studies gerechnet, da er für die begriffliche Präzisierung des Projektes eine zentrale Rolle gespielt hat. Thompson stand im Gegensatz zu Hoggart und Williams nicht in der literaturwissenschaftlichen Tradition der English Studies, sondern war Sozialhistoriker und bekennender Marxist und vor allem in der Erwachsenenbildung tätig. In dem Buch The Making of the English Working Class versucht Thompson, eine Geschichte von unten zu schreiben und in der Geschichtsschreibung unterdrückte Erfahrungen sichtbar zu machen. Ihm geht es vor allem, wie der Titel eigentlich bereits verdeutlicht, um das historische Gewordensein der britischen Arbeiterklasse. Klasse versteht er dabei weniger als feststehende Kategorie oder Strukturmerkmal, sondern als einen Prozess. Durch diese Perspektive auf Klasse als historisch gewordene Formation rückt Thompson das kulturelle Moment der Klasse in den Vordergrund und grenzt sich explizit von ökonomistisch-deterministischen Vorstellungen über die Entstehung des Klassenbewusstseins ab. Kultur versteht er als Motor historischer Veränderungen, als Kampf- oder Konfliktfeld der verschiedenen Lebensweisen, in dem um Fragen des Macht- und Herrschaftssystems gerungen wird und soziale Konflikte ausgetragen werden. Insbesondere dieser Aspekt wurde von Hall aufgegriffen und hegemonietheoretisch weiterentwickelt. Das war quasi erstmal die Einführung quasi zu den Gründungstexten, die aber schon mal alle gemeinsam haben, dass sie einen Begriff von Kultur entwickeln, der sozusagen mehr auf den Alltagspraktiken der Kulturkonsumierenden liegt, als auf den tatsächlichen oder auf dem Zusammenspiel zwischen den Alltagspraktiken und den Produktionsweisen und sozusagen nicht mehr nur eine Kategorie quasi in den Vordergrund stellt. Bei Stuart Hall, der selber auch mal Leiter des Center for Contemporary Cultural Studies war, von 68 bis 79, hat nochmal die Fokussierung sich etwas verschoben. Vor allem strukturalistische und semiotische Ansätze wurden vermehrt in die Analysen einbezogen. Dabei versuchte Stuart Hall vor allem, das Verhältnis von Ideologie und Medien ins Zentrum zu rücken. Durch den Bezug auf semiotische und strukturalistische Theorien, vor allem auf Arbeiten von Theoretikern wie Levi-Strauss, Roland Barthes, Louis Althusser,
verschob sich der Blick auf Kultur. Der Fokus lag nicht mehr schwerpunktmäßig auf den gelebten Alltagserfahrungen marginalisierter, sondern es wurde versucht, eine kontextuelle Analyse, also eine Analyse, die versucht, Verbindungslinien aufzuzeigen zwischen gelebter Erfahrung, kulturellem Text und sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnissen in der Gesellschaft. In seinem 1981 erschienenen Aufsatz Notes on Deconstructing the Popular entwickelt Hall eine gesellschaftskritische, historisch und sozial kontextualisierende Betrachtung des Populären. Die Bedeutungen populärer Kultur sind nicht gleichbleibend und ahistorisch nach Hall, sondern sie drücken sich nicht einfach in bestimmten Qualitäten oder Werten wichtiger kultureller Werke aus. Die Bedeutungen populärer Kultur können nur verstanden werden, wenn die jeweils spezifischen historischen Umstände, also der gesellschaftliche Kontext, einbezogen wird in die Analyse. Populärkultur ist durch Widersprüche konstituiert. Auf der einen Seite gibt es die Bemühungen des Machtblocks, ein Begriff, den Hall von Gramsci übernimmt, also es ist eine hegemonietheoretische Überlegung. Es geht nicht darum, quasi einen festen Begriff der Herrschenden zu haben, sondern der Machtblock ist natürlich auch historisch spezifisch und kann sich ändern. Auf der einen Seite bemüht sich der Machtblock, seine ideologische Herrschaft aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite kann diese Herrschaft immer wieder unterlaufen und subvertiert werden. Wie auch schon Williams weist Hall die weit verbreitete Auffassung zurück, Populärkultur sei homogen, standardisiert oder nicht authentisch. In der Betrachtung der historischen Entwicklung des Populären im Kontext der Entfaltung des Kapitalismus kann Hall eine differenzierte Perspektive einnehmen, die sowohl die Prozesse der Aneignung populärer Kultur durch die dominante Kultur als auch das Einhegen oppositioneller Momente und deren Transformation im Dienste kapitalistischer Interessen aufzeigt. Auf der anderen Seite kann er auch die Akte der Rebellion, der Opposition und der Utopie wahrnehmen. Entschieden lehnt Hall die essentialistische Auffassung ab, dass Populärkultur die authentische Kultur der Arbeiterklasse sei. Er stellt fest, dass Populärkultur sich nicht einer bestimmten Klasse zuordnen lässt oder zuweisen lässt, sondern dass im Populären der Kampf um Hegemonie in der Gesellschaft stattfindet. Berühmt geworden ist Stuart Hall wahrscheinlich vor allem durch seine breiter angelegten Studien, die beim CCCS veröffentlicht worden sind. Das wäre einmal Resisting Through Rituals. Das ist eine Studie über verschiedene Formen von Subkultur und quasi immer die Frage, inwiefern die sich sowohl im Verhältnis zur eigenen Kultur artikuliert als auch zur dominanten Kultur, weil die meisten Subkulturen eher proletarisch waren im England der 60er. Und die darauffolgende Studie ist vor allem Policing the Crisis, und da geht es quasi um die Herausbildung des Thatcherismus, ein Begriff, den er auch geprägt hat. Das sind insgesamt sehr spannende Studien, da es aber nicht um Medientheorie geht, werde ich die hier erstmal weglassen, ich wollte die nur erwähnt haben. Wichtiger wäre es dann jetzt nochmal wirklich zu gucken, wie sozusagen der Strukturalismus sich eingeschrieben hat in die Arbeit von Hall, und ein besonders guter Punkt, an dem man das deutlich machen kann, ist das Modell Encoding-Decoding, ein medientheoretisches Modell, in dem er versucht sozusagen eigentlich quasi eine ideologiekritische Medienanalyse voranzutreiben. In seinem erstmals 1973 vorgelegten Konzept Encoding-Decoding entwirft Hall ein medientheoretisches Modell, das von einer Differenz zwischen den Prozessen der Produktion, also dem Kodieren der massenmedialen Bedeutungsträger, er nimmt als Beispiel öfter die Fernsehnachrichtensendung, und der Konsumtion, also dem Empfangen, Zusehen oder Verstehen der Sendung ausgeht. Er wendet sich damit explizit gegen die Konzepte von, wie er es nennt, medientheoretischem Behaviorismus, die also keinen Unterschied machen zwischen dem Text und dem Prozess des Lesens und Verstehens und die davon ausgehen, dass es eine kausale Wirkung gibt, die der Medientext auf die Zuschauenden hat. Mit den Begriffen Encoding und Decoding versucht Hall, die Produktion und Konsumtion kultureller Texte als Übersetzungs- oder Entschlüsselungsproblem zu beschreiben. Ihm geht es darum, die Eigenlogik kultureller Prozesse aufzuzeigen. Encoding, also der Produktionsprozess, und Decoding, der Konsumptionsprozess, bezeichnen Elemente innerhalb eines Kommunikationsprozesses, die analytisch zu unterscheiden sind, auch wenn die Grenzen zwischen den Elementen nicht klar erfassbar sind. Sie sind in bestimmter Weise aufeinander verwiesen und trotzdem unabhängig voneinander, da sie nicht absolut durch das andere Element bestimmt oder determiniert werden können. Hall bezieht sich in seinem Modell auf die diskursive Konstruktion von Bedeutung. Auf der einen Seite werden in den Medien Inhalte oder Nachrichten nach spezifischen Regeln verpackt,
Dieses Kodieren oder Verpacken medialer Texte beschreibt er als einen komplexen Vorgang. Zum einen müssen sich die Texte den Konventionen des televisuellen Diskurses fügen, was bedeutet, dass Ereignisse erst zu einer Geschichte werden müssen, die mediengerecht aufbereitet werden kann. Zum anderen erhält der Produktionsprozess bereits von bestimmten Bedeutungen und Vorstellungen, wie Produktionsroutinen, spezifischen technischen Fähigkeiten, Vorstellungen über das Publikum etc. einen Rahmen. Heute geht es in der Beschreibung des Prozesses der Kodierung also darum, dass Ereignisse, die in Nachrichten gesendet werden, nie neutral oder roh sind. Sie werden immer bereits interpretiert und aufbereitet. Auf der anderen Seite muss das Publikum die in der gesendeten Nachricht enthaltene Bedeutung dekodieren. Das heißt, es muss den gesendeten Inhalt oder die Nachricht in seine Alltagsbedeutung und Kontexte integrieren, um das Gesendete zu verstehen. Zitat Hall: Bevor die Nachricht also einen Effekt, wie auch immer definiert, haben kann, ein Bedürfnis befriedigen kann oder einen Nutzen bringen kann, muss sie zunächst als ein sinntragender Diskurs angenommen und entsprechend dekodiert werden. Das Publikum realisiert erst im Prozess des Dekodierens die Bedeutung des medialen Textes. Bei diesem Prozess muss nicht zwangsläufig der von den Produzenten intendierte Code benutzt werden. Es kann zu fehlerhaften oder sogar oppositionellen Lesarten gegenüber der Intention des Gesendeten kommen. Diese fehlerhaften Lesarten oder die Störungen des Kommunikationsprozesses begründet Hall mit der Asymmetrie, die in den zur Verfügung stehenden Codes für Produzentinnen und Rezipientinnen liegt. Der Umfang, in dem die Lesarten abweichend sein können, wird bestimmt durch die Übereinstimmung der Codes von Produzentinnen und Publikum oder der Differenz dieser Codes. Die Differenzen erklärt Hall damit, dass Rezipierende einem anderen soziokulturellen Umfeld entstammen als Produzierende und entsprechende Unterschiede in den kulturellen Wissensvorräten bestehen. Da die Bedeutung medialer Texte diskursiv hergestellt wird, konstituiert sie sich aus Zeichen. Zeichen sind in Anschluss an Roland Barthes immer Polysem. Ihre Bedeutung ist vielschichtig, da die konnotative Ebene einen Fluss an Assoziationen und Bedeutungen ermöglicht, der zwar gesellschaftlich konventionalisiert ist, jedoch auch historisch veränderbar. Die im Text enthaltenen Bedeutungen sind also nur bis zu einem gewissen Grad offen für andere Arten des Verstehens, und diese Formen des Verstehens sind nach Hall umkämpft. Dabei stellt er klar, dass Polysemie keinesfalls mit Pluralismus verwechselt werden darf. Er sagt, konnotative Codes sind untereinander nicht gleichrangig. Jede Gesellschaft bzw. Kultur neigt mit variierenden Graden der Geschlossenheit dazu, ihre jeweiligen Klassifizierungen der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Welt durchzusetzen. Diese bilden eine dominante kulturelle Ordnung, die allerdings weder einhellig akzeptiert noch unumstritten ist. Hall gesteht also ein, dass gesellschaftliche Macht eher auf der Seite der Medienproduzentinnen zu verorten ist, als auf der Seite der Leserinnen und Leser medialer Produkte. Er möchte mit dem Konzept aber den Blick dahingehend schärfen, dass die Rezipientinnen und Rezipienten nicht länger als Publikum, dem einfach nur passiv Ideologie eingetrichtert wird, angesehen werden, sondern als aktives Publikum, das sich die Texte selbst aneignen muss und sie interpretieren muss. Die Medien bestimmen somit zwar einen Rahmen, allerdings werden in diesem nur bestimmte Bedeutungen vorgeschlagen, nicht aufgezwungen. Mediale Texte sind dementsprechend nicht beliebig offen, jedoch können andere Bedeutungen aus ihnen gewonnen werden. Da die verschiedenen Bedeutungen, die sich aus dem polysemen Medienprodukt gewinnen lassen, allerdings nicht untereinander gleichrangig sind, schlägt Hall unterschiedliche Lesepositionen des Publikums vor, die er erstmal nur hypothetisch einführt. Hall unterscheidet in seinem Modell drei verschiedene Decoding-Positionen, denen jeweils eine bestimmte Form der Lesart einer Nachricht oder eines kulturellen Textes zugeordnet ist. Zum einen gibt es die dominant hegemoniale Position oder die Vorzugslesart. Das wäre eine Lesart, in der die konnotative Bedeutung des Textes wird genau in dem Rahmen übernommen, in dem sie kodiert worden ist. Dies ist nach Hall der Fall, wenn zum Beispiel die oder der Rezipierende innerhalb des hegemonialen Codes agiert. Die zweite Position wäre die ausgehandelte Lesart. Diese Position oder Lesart zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl dominante Codes adaptiert, als auch oppositionelle Momente bei der Bedeutungskonstruktion zum Tragen kommen. Der Zuschauer oder die Zuschauerin übernimmt den vorgegebenen Rahmen und die darin enthaltenen Definitionen der Bedeutungen bestimmter Ereignisse, setzt diese aber in Bezug zu seiner oder ihren eigenen sozialen Situation, seinen eigenen oder ihren eigenen Erfahrungen. Jedoch wird nicht der ganze Text in seiner intendierten Bedeutung übernommen, sondern es entwickeln sich in Interaktion mit dem Text eigene Bedeutungen. Die dritte Position, die Hall noch analytisch aufstellen will, ist die oppositionelle Lesart.
Die oppositionelle Lesart liegt dann vor, wenn der Leser oder die Leserin die Codes des medialen Textes, also die angelegte Vorzugslesart, versteht, ihnen aber ablehnend gegenübersteht. Der Leser oder die Leserin befindet sich in direkter Opposition zum hegemonialen Code und eignet sich diesen innerhalb seines eigenen Bezugrahmens an, was bedeutet, er oder sie liest den Text als Interesse der hegemonialen gesellschaftlichen Fraktion. Das Modell von Hall kann als zentraler Einsatzpunkt der medientheoretischen Diskussion der Cultural Studies angesehen werden. Für die Entwicklung der Medienforschung und ihrer Theoretisierung innerhalb der Cultural Studies stellt dieses Modell einen der zentralen Bezugspunkte dar, auch wenn gerade die hypothetische Formulierung der drei Positionen oder Lesarten sich in den konkreten Forschungsvorhaben nicht aufrechterhalten ließ und somit stark in die Kritik geraten ist. Hall selbst räumt in einem Interview auch ein, Jahre später, dass die verschiedenen Positionen dieser Lesarten keine empirischen Positionen darstellen können. Es sind eher quasi analytische Dekodierpositionen, keine soziologischen Gruppen. Auf Grundlage des von Halls entwickelten Modells haben sich vor allem die Medientheorien von John Fisk noch weiterentwickelt, der sehr stark sich auf Hall bezogen hat und das quasi weiter durchgeführt hat, sowohl mit Textanalyse als auch mit Rezeptionsforschung. John Fisk ist ein Theoretiker, der auch aus dem Umfeld des Center for Contemporary Cultural Studies kommt, auch wenn er da allerdings nur kurz war. Er hat in Großbritannien gelehrt, in Australien, und war von 1987 bis 2000 Professor für Media and Cultural Studies in der Universität von Wisconsin. Seine Arbeiten knüpfen an die Arbeiten des CCS an, aber und insbesondere an die von Hall, aber er hat vor allem Cultural Studies betrieben, in der die kritische Auseinandersetzung mit Populärkultur im Zentrum steht. Die bekanntesten Bücher von John Fisk, die 1978 und 87 erschienen sind, einmal Reading Television und Television Culture, versuchen eine Theoretisierung des Mediums Fernsehen vorzunehmen, in der der Blick insbesondere auf die Art und Weise, wie im Fernsehen Bedeutungen transportiert und produziert werden, gerichtet wird. Dabei geht es Fisk zum einen darum, aufzuzeigen, wie ideologische Inhalte durch Fernsehtexte transportiert werden, zum anderen aber auch darum, sichtbar zu machen, welche oppositionellen, den ideologischen Inhalten entgegenlaufende Bedeutungen in den Fernsehtexten vorzufinden sind. Sein Interesse an der Auseinandersetzung mit Populärkultur begründet Fisk mit dem eigenen Vergnügen an populären Texten und der Einbindung der Populärkultur in den Alltag ihrer Rezipienten und Rezipientinnen. Durch ihren Alltagswert wird nach Fisk eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Populärkultur legitimiert, da sie bisher in den meisten Kulturtheorien kaum Beachtung fand. So sagt er selbst: Ich bin allmählich darauf gekommen, dass die Kultur, in der die meisten Menschen leben, die Kultur, die sie beeinflusst, die für sie am allerwichtigsten ist, mit der sie die meiste Zeit verbringen, nicht die sogenannte Hochkultur ist, sondern Populärkultur, Massenkultur, Alltagskultur, wie auch immer man sie nennen will. Seine Arbeiten beschäftigen sich vorwiegend mit Text- und Diskursanalytischer Medienanalyse. Dabei widmet sich Fisks Forschungsprogramm in der Regel den Prozessen der Widerspenstigkeiten, der Fluchtlinien, des Umdeutens und des Aneignens der kulturindustriellen Waren im Alltag. Die kulturellen Produkte versteht er hierin durchaus als Trigger der dominanten Ideologie. Aber er plädiert für eine dekonstruktive, kritische Praxis, die, Zitat, die Fähigkeit der Untergeordneten zu erklären und zu legitimieren vermag, sich der bedeutenden Praktiken und Produkte der Herrschenden zu bedienen und diese für andere soziale Zwecke einzusetzen und sie dann wieder bar ihrer hegemonialen Gewalt an ihren Ausgangspunkt zu retournieren. Einleitend geht es mir erstmal jetzt darum, Fisk vielleicht zu kontextualisieren in der kulturtheoretischen Debatte und einige Grundannahmen seiner Arbeit vorzustellen. In seiner Theorie bemüht sich Fisk vor allem um die Auseinandersetzung mit verschiedenen ideologiekritischen Annahmen, wie unter anderem der Kulturindustrie-These der kritischen Theorie. Er kritisiert die seiner Ansicht nach in ideologiekritischen Debatten vorherrschenden Positionen der ideologischen Geschlossenheit eines Textes oder die These der Manipulation der Zuschauerinnen und Konsumentinnen. In den Analysen, die in der Tradition der Frankfurter Schule argumentieren, werden kreative Umgangsweisen der Konsumentinnen und Leserinnen von kulturindustriellen Texten nicht beachtet, sondern sie werden bloß als ohnmächtige Opfer des Systems dargestellt, die der transportierten Ideologie vollkommen hilflos ausgeliefert sind. Eine weitere Abgrenzung vollzieht Fisk in der Tradition der britischen Cultural Studies gegenüber klassischen Kulturtheorien. Die Gegenüberstellung einer guten, anspruchsvollen und kritischen Hochkultur und einer minderwertigen und unkritischen Massenkultur wird abgelehnt. Während in den Anfangsjahren der Cultural Studies vor allem die Beschäftigung mit Arbeiterkultur oder später auch vermehrt mit Subkulturen und Jugendkulturen im Vordergrund stand,
beschäftigt sich Fisk vor allem mit Alltags- und Fernsehkultur. Im Gegensatz zu den beiden ersten Ansätzen in den Cultural Studies, also der Arbeiterinnen- und Subkulturforschung, setzt sich Fisk vor allem mit dem Konsum von Kultur auseinander. Und in seiner Analyse von Kultur ist es ihm wichtig, eine aktive, die Kulturgüter und Bedeutungen selbst produzierende und konsumierende Gegenkultur darzustellen. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen demnach meist massenmediale Kulturgüter, auf deren Produktion die Konsumentinnen keinen Einfluss nehmen konnten, beispielsweise Fernsehformate wie Serien oder Quizshows. Oder auch tatsächlich so Alltagssachen wie der Strand oder die Shopping Mall. In seiner Auseinandersetzung mit spezifischen kulturellen Phänomenen versucht Fisk, die vielen kleinen Momente darzustellen, in denen die Konsumentinnen die vorgefundenen Texte für sich und ihre Interessen nutzen und vereinnahmen können. Die Konsumentinnen, welche Waren für ihren Konsum und ihr Vergnügen aussuchen, verleihen diesen im Prozess der Rezeption erst Bedeutung. Diese Bedeutung setzen sie in Beziehung zu ihren eigenen Alltagserfahrungen und verleihen ihnen einen spezifischen Sinn. Fisk setzt, um seine Kritik zu erläutern, in der Tradition der Cultural Studies und vor allem mit Stuart Hall also beim Prozess des Lesens oder des Dekodierens an. Noch stärker als Hall betont allerdings Fisk die relative Unabhängigkeit der Leserinnen oder Konsumentinnen beim Prozess der Bedeutungsgenerierung und erweitert seinen medientheoretischen Ansatz auf die Rezeptionsforschung. Inhalte und Bedeutungen sind nicht allein im Text vorfindbar, sondern müssen im Prozess des Lesens immer wieder neu hergestellt werden. Eine weitere Abgrenzung vollzieht er in methodischer Hinsicht gegenüber der traditionellen Form der Textanalyse und Interpretation. Die traditionelle Textanalyse beinhaltet eine autoritäre Beschränkung von möglichen im Text enthaltenen Bedeutungen, da in ihr die Vorstellung von der einen wahren Interpretation eines Textes formuliert wird. Und diese Autorität sozusagen würde er immer unterlaufen wollen, weil er glaubt, dass die Bedeutung eben nur in einem ganz spezifischen sozialen Kontext überhaupt hergestellt werden kann. Und er macht das tatsächlich in der Rezeptionsforschung an mehreren Beispielen fest, weil er in Australien sich mit einer Gruppe Aborigines getroffen hat, die alle unfassbare Fans von Rambo waren, was jetzt wirklich kein besonders progressiver Film ist, aber den sozusagen auch komplett anders verstanden haben und das sozusagen komplett anders dekodiert haben, weshalb da eine ganz andere Form von Vergnügen daraus entstehen konnte, als der Film eigentlich intendiert hat. Und er hat ganz viele solcher Studien sozusagen zu kleineren Rezeptionssachen gemacht. Vielleicht sollten wir nochmal auch hier auf das Konzept sozusagen, was er von Populärkultur macht, eingehen. Und da muss man sagen, auch Fisk, ähnlich wie schon Hall und Williams, wendet sich explizit gegen den Begriff der Massenkultur, weil er nicht eine quantitative Bestimmung von Kultur quasi machen will. Seinen Analysen liegt im Anschluss an Williams ein Konzept von Populärkultur zugrunde, das Kultur vor allem als Praxis versteht. Ich versuche mich an einem englischen Zitat. Popular culture is not consumption, it's culture, the active process of generating and circulating meanings and pleasures within a social system. Culture, however, industrialized, can never be adequately described in terms of the buying and selling of commodities. Populärkultur ist für Fisk also als Praxis und Produkt der Leute, die sich kulturindustrielle Güter aneignen und Bedeutungen aus diesen Gewinnen zu verstehen. Wie bereits erwähnt, ist für ihn die Einbettung der Populärkultur in den Alltag der Leute und die daraus resultierenden Bedeutungen kultureller Texte für ihre Konsumentinnen zentral. Populärkultur ist demnach nicht etwas von oben Vorgegebenes, sondern wird im Prozess des Konsumierens erzeugt. Sagt er auch wörtlich, die Menschen erzeugen Popularkultur an der Schnittstelle von alltäglichem Leben und der Konsumation der Produkte der Kulturindustrie. Auch wenn die kulturindustriellen Produkte vom Machtblock produziert und bereitgestellt werden, bestimmt dies nicht, auf welche Art und Weise die Produkte angeeignet werden und welche Bedeutungen aus ihnen gewonnen werden können. Das, was Populärkultur ausmacht, sind nach Fisk demnach nicht die Produkte selbst, sondern die Art und Weise, wie sie genutzt, angeeignet und gedeutet werden. Populärkulturelle Produkte sind somit immer ambivalent, da sie sowohl den Interessen des Machtblocks, in diesem Fall ökonomischen Interessen, dienen müssen, als auch Vergnügungen und oppositionelle Momente enthalten müssen, damit das Produkt überhaupt von unterschiedlich sozial situierten Leuten angenommen werden kann und in einem sozialen Kontext spezifische, variierende Bedeutungen generiert werden können. Der Machtblock stellt nach Fisk eine Allianz dar, die sowohl ökonomische, moralische, rechtliche und ästhetische Kräfte der Gesellschaft vereinigt. Die Leute hingegen versteht er als eine heterogene, fragmentierte Masse. Für seine Perspektive auf Populärkultur ist Gramscis Konzept der kulturellen Hegemonie als beständiger Aushandlungsprozess von gesellschaftlichen Bedeutungen und Ordnungen zentral. Populärkultur versteht er als Ort dieser Aushandlungen und konzipiert sie als umkämpftes Terrain. Zitat:
Popularkultur wird von verschiedenen Formationen unterdrückter oder entmachteter Menschen aus den sowohl diskursiven wie materiellen Ressourcen hergestellt, die von jenem sozialen System geliefert werden, das sie entmachtet. Sie ist daher bis in ihr tiefstes Inneres widersprüchlich und konfliktgeladen. Durch die Betonung dieser Widersprüchlichkeit populärkultureller Texte eröffnet Fisk Räume, die Widerstand auf mikropolitischem Niveau im Alltag bereits im Feld der Aneignung dieser Texte ermöglichen. Da gesellschaftliche Bedeutungen sich einem ständigen Aushandlungsprozess befinden, wertet er die Populärkultur somit auf und macht eine Auseinandersetzung mit ihr zum politischen Anliegen. Er möchte marginalisierte Formen von Widerständigkeit sichtbar machen. Zentral, um seine Herangehensweise überhaupt nur verstehen, ist, dass Fisk Kultur als Text versteht. Der Begriff des Textes spielt dabei darauf an, dass Gesellschaft vor allem sprachlich konstruiert ist. Im Folgenden möchte ich nochmal kurz auf Fisk Textbegriff bezüglich der popkulturellen Phänomene und Produkte eingehen, da in diesem Begriff die Besonderheiten hervorgehoben werden. Fisk unterscheidet zwischen unterschiedlichen Formen von Texten, in denen der Grad der Offenheit für abweichende Lesarten variiert. Dabei bezieht er sich auf die Unterscheidung, die Roland Barthes zwischen lesbaren und schreibbaren Texten entwickelt hat, und führt eine dritte Form ein, die des produzierbaren Textes. Die Form des produzierbaren Textes bezeichnet er als die charakteristische Form populärkultureller Texte. Um diese Beschreibung nochmal klarer zu machen, der schreibbare Text, das ist der Text sozusagen, in dem die wenige Möglichkeiten zur Umdeutung enthalten sind. Ein lesbarer Text richtet sich an einen im Wesentlichen disziplinierten Leser, der dazu tendiert, die Bedeutungen als schon gegeben anzunehmen. Diese Form des Textes ist einfach zu lesen, muss nicht eigens interpretiert werden. Lesbare Texte präsentieren sich also als eine Art Faktum, sind schlecht diskutierbar und eher wiederholbar. Im Gegensatz dazu steht der schreibbare Text. Der schreibbare Text ist eher schwierig interpretierbar und nicht einfach wiederholbar. Der Text muss immer wieder neu oder mitgeschrieben werden, um ihm einen Sinn zu verleihen. Die Lesenden sind im gewissen Sinne also am Schreiben des Textes aktiv beteiligt. Das wäre die Unterscheidung, die Roland Barthes schon macht. Fisk sagt jetzt, die Populärkultur ist ein produzierbarer Text. Der produzierbare Text enthält beide Tendenzen, also die schreibbare und die lesbare. Aber diese dritte Textform benutzt Fisk, da Barthes den schreibbaren Text nur als avantgardistische Textform charakterisiert hat. Für Fisk ist jetzt wichtig, produzierbare Texte als Texte der Populärkultur zu definieren. Sie sind einfach zugänglich, fordern den Leser nicht auf, mitzuschreiben. Sie sind aber trotzdem nicht in sich geschlossen. Und diese Offenheit regt die Lesenden an, den Text aktiv zu interpretieren. Produzierbare Texte leiden an Kontrollverlust gegenüber ihren Inhalten, aber nicht, weil dies wie beim schreibbaren Text von der Autorin intendiert wurde. Zitat: Die soziale Erfahrung, die die Relevanz bestimmt, die das Textuelle mit dem Sozialen verbindet und die populäre Produktivität antreibt, liegt jenseits der Kontrolle des Textes und zwar auf eine Art und Weise, die sich von der festlegenden Textkompetenz und der Erfahrung eines schreibenden Lesers, eines avantgardistischen Textes, unterscheidet. Die Notwendigkeit, dass kulturindustrielle Texte die Tendenzen eines produzierbaren Textes aufweisen, erklärt er damit, dass diese von den Konsumentinnen angenommen werden müssen. Das Interesse der Industrie, möglichst wenige, dafür aber erfolgreiche Produktionen zu verkaufen, kann nicht eingelöst werden. Es werden regelmäßig Flops produziert, die Ware wird von den potenziellen Konsumentinnen nicht angenommen. Das sollte man sich wirklich mal vor Augen führen, wenn man weiß, wie viel Geld tatsächlich die Musikindustrie an neuen Produktionen rauswirft oder ehrlich gesagt auch die Filmindustrie und was davon quasi einfach nur völlig in Sand gesetztes Geld ist, weil man nicht per se immer antizipieren kann, was gut funktioniert und was nicht. Das ist tatsächlich sehr beachtlich. Die Produktion von Kulturgütern wie beispielsweise Filmen, Fernsehprogrammen und Musik führt zu einer konstanten Suche nach Produkten, die über genügend Originalität verfügen, um diesen Veränderungen entgegenzukommen, zugleich genug Vertrautheit bieten, um den vom Publikum entwickelten Erwartungen und Kompetenzen ebenso zu genügen wie den routinierten Produktionspraktiken der Produzentin. Die verschiedenen Lebenslagen und sozialen Beziehungen des Publikums fördern die Offenheit des Textes zusätzlich noch. Konsumentinnen die verschiedenen Texte mit ihrem Alltagsverständnis in Beziehung setzen müssen, um mit ihnen etwas anfangen zu können, dürfen massenmediale Texte nicht zu eindeutig auf ein spezifisches Publikum und ihre Bedeutungswelt hin ausgerichtet sein. Daraus folgt, dass es in den meisten Texten einen großen Überschuss an Bedeutungen gibt.
Und diese ganzen medientheoretischen Überlegungen der großen Offenheit kultureller Produkte führen dann dazu, dass es bei Fisk sehr wichtig ist, sozusagen bestimmte Formen von Widerstand sozusagen in der Aneignung kultureller Produkte zu behaupten. Und Fisks Überlegungen zu Widerstand formuliert er in Anschluss an den französischen Theoretiker Michel de Certeau. Dieser hat in seinem Buch Die Kunst des Handelns argumentiert, dass die herrschende Ordnung stets darin scheitert, die alltäglichen Handlungsweisen sozialer Akteure zu kontrollieren. Im konkreten Umgang, also in der Art und Weise, wie Menschen als Verbraucher oder Verbraucherinnen im System der Waren und der herrschenden Rationalität operieren, artikulieren sich Eigensinnigkeiten und Widerspenstigkeiten. Dass sich die alltäglichen Aktivitäten im Dunkeln verlieren, ist nach de Certeau Ergebnis eines umfassenden historischen Entmächtigungsprozesses. Den sozialen Akteuren als unmittelbaren Produzentinnen sind im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte die Sprache und das Wissen ihrer Handlungen enteignet worden, sagt de Certeau. Diese Einsicht ist auch prägend für Fisks wissenschaftliches Arbeiten. Seiner Ansicht nach ist es für eine kritische Wissenschaft notwendig, die Praktiken, auch wenn sie nur marginale Erscheinungen sind, zutage zu fördern und als Wissen wieder zugänglich zu machen und zu systematisieren. Im Anschluss an de Certeau benutzt Fisk die Begriffe des Tricksertums und des Guerillakampfes, um zum Beispiel die Besucherinnen und Besucher einer Shopping Mall zu beschreiben. Er geht davon aus, dass Popularkultur in den Zwischenräumen arbeitet, in den Zwischenräumen einer beherrschten und kontrollierten Gesellschaft. Er sagt selbst, Popularkultur ist grundsätzlich defensiv, verweigert sich der Kontrolle der sozialen Ordnung, spielt zuweilen mit ihr, ist aber immer bereit, eine Gelegenheit für eine Guerilla-Aktion zu ergreifen, für ein Spiel des taktischen Widerstandes, immer wachsam für Momente der Schwäche, die sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können. Den Widerstand, den Fisk mit de Certeau zu beschreiben versucht, ist also keiner, der die Spielregeln der herrschenden Ordnung abzuschaffen versucht. Es geht eher darum, wie Freiräume erschaffen werden können. Die Metapher des Guerillakampfes soll den prekären Moment dieses Widerstands aufzeigen. Es gelingt hierdurch nur, sich der herrschenden Ordnung und ihren Bedeutungen zeitweise zu entziehen, nicht diese zu erobern oder abzuschaffen. Eine gesellschaftsverändernde Dimension wird demnach nur auf dem Mikroniveau entfaltet. Einen weiteren zentralen Begriff für die Analyse des Widerstandes übernimmt Fisk wieder von Roland Barthes. Der Begriff des Genießens bzw. der Lust, die Barthes vor allem als Lust am Text beschrieben hat, nimmt innerhalb der Theorie Fisks eine zentrale Bedeutung ein. Die Begriffe Lust und Vergnügen sind der französischen Semiotik und Psychoanalyse entliehen und sind bei Fisk als Kraft zu verstehen, die der herrschenden Ideologie widerstehen kann. Durch die Lust und das Vergnügen der Leserinnen entsteht die Möglichkeit, die ideologischen Texte außer Kontrolle geraten zu lassen. Als Lust bezeichnet Fisk vor allem die spezifische Lust am Überschreiten der symbolischen Ordnung, eine Lust, sich der Kontrolle der Disziplinen zu entziehen. Und genau das sieht er sozusagen in der Aneignung verschiedenster kultureller Produkte. Also er hat eine Studie zur Shopping Mall gemacht, wo es darum geht, dass die ganzen Frauen, die eigentlich sozusagen, also Anfang der 80er, noch in das Private eigentlich eingepfercht werden, sozusagen, die nicht arbeiten gehen, sondern als Hausfrau hauptsächlich ihren Tag verbringen. Und dann gibt es in den USA so einen großen Trend von haufenweise Frauen, die in Shopping Malls rennen, um dann quasi gemeinsam bummelnd die Nachmittage zu verbringen. Und das nochmal eine andere, und er das schon als eine Art der Eroberung des öffentlichen Raums interpretiert. Insgesamt ist er allerdings einfach unfassbar optimistisch, was all diese kleinen Widerstandslinien angeht, weshalb er auch innerhalb der Cultural Studies eine der umstrittensten Positionen einnimmt überhaupt und sein Ansatz sehr oft als unkritisch und beliebig bewertet wird. Insbesondere die Fokussierung auf die Kategorien von Vergnügen und Widerstand in der Rezeption kultureller Produkte führten häufig zu Kritik und auch zu einer Zurückweisung seines politischen Anspruches. Ich fand es trotzdem wichtig, den hier vorzustellen, weil das Interessante an ihm ist sozusagen, dass man durchaus darüber streiten kann, ob der große Optimismus in all diesen kleinen Fluchtlinien sozusagen die Hoffnung zu hegen, dass darin dann auf diesem Mikroniveau sich das quasi so verbreitert, dass damit doch nochmal die große gesellschaftliche Umwälzungsfrage gestellt werden kann, das bleibt tatsächlich unklar. Aber den Impetus überhaupt sichtbar zu machen, wie viele alltägliche Formen von Widerstand und Unterlaufen von herrschender Ordnung es schon gibt, finde ich an sich auch einen richtigen politischen Ansatz. Und dann fände ich es gut, wenn wir darüber vielleicht eher diskutieren, weil ich hoffe, dass das als quasi erstmal der politische Anspruch und die Idee klar geworden ist.